Raymond Ernst ist 15 Jahre nach seinem Tod weiterhin einer der frischesten und lebendigsten französischen Konzeptkünstler. Diese Streichholzarbeiten entstanden ab 1964. Da gibt es eine schöne Anekdote. Raymond Ernst war im Zug nach Venedig, zur Biennale von Venedig, wo jeder schon wusste, auch weil Ileana Sonnabend schon in Paris ihre Galerie hatte, dass die amerikanische Popart jetzt ihren Triumph feiern würde. Und im Zug hatte jemand so eine damals ganz moderne Streichholzschachtel. Und Raymond Ernst nahm sie ihm aus der Hand, blickte sie an und sagte, das wird meine nächste Arbeit. Diese Streichholzschachtenarbeiten mit den flachen Streichholzschachteln begannen dann 1964. Er hat sie sein ganzes Leben in lockerer Folge weitergeführt. Es ist natürlich eine sehr schöne Antwort auf die amerikanische Popart. Es ist ein sehr schöner Dialog zwischen zweiter und dritter Dimension, zwischen Alltagsobjekt und reinem konzeptuellen, denkerischen Objekt. Und es war für Raymond Ernst auch sehr schön und wichtig, dass Philip Johnson, der ganz führende Mitleiter des Museum of Modern Art in New York, sehr früh eine solche Streichholzschachtel erwarb und sie seither fast ununterbrochen in der Schausammlung des Museum of Modern Art in New York hängt. Das ist natürlich das einzige Werk in New York, wo steht: Raymond Ernst, Artist, born in Saint-Brieuc. Und Saint-Brieuc ist der Provinzhauptort in der Bretagne, wo Raymond Ernst geboren ist und auch begraben ist. Die großformatigen einzelnen Streichhölzer, das ist sehr interessant, wie Raymond Ernst umging mit seiner eigenen Arbeit, aber diese Vergrößerung, wie ja schon bei den dreidimensionalen Streichholzarbeiten, diese Vergrößerung kommt aus der Fotografie. Weil Raymond Ernst kommt aus der Fotografie, aus einer abstrakt gedachten Fotografie in den späten 1940er Jahren. Das hat er praktiziert, bevor er noch die Plakatabrisse machte, die berühmten. Aber seine Plakatabrisse sind auch schon so gedacht, dass mit Fotografie und Distorsion neue Qualitäten des Bildes gemacht werden konnten, die man vorher überhaupt nicht denken konnte. Und was sehr wichtig dabei ist, es ist nicht imaginiert, es ist nicht jetzt willkürlich festgelegt, sondern es ist ein fotografisch gedachtes Verfahren, aber ohne direkte Einwirkung der Fotografie. Das gleiche gilt für diese Biennale-Arbeiten, die ab 1966 entstehen. Also eine Biennale nach derjenigen, wo die Streichholzarbeiten entstehen. Es ist wieder eine fotografisch gedachte Distorsion, die geht nicht durch den Fotoapparat, sondern die geht durch gerillte Gläser, die er ganz früh verwendet hat, um seine abstrakten Bilder herzustellen. Was er mit den Arbeiten über die Biennale so schön schafft, mit diesen Verzerrungen von Original-Biennale-Plakaten, ist, dass er die Op-Art der 1960er Jahre eigentlich mit einem Schritt überholt, einem Schritt einfach intelligenter, rascher ist.